Jeder liebt ihn, diesen Nervenkitzel, wenn man ein Booster-Pack öffnet. Ist etwas Brauchbares drin? Vielleicht eine GX-Karte? Vielleicht eine Holo-Karte? Vielleicht noch etwas Besseres? Fuck! Und über eine der noch besseren Optionen möchte ich heute mit euch sprechen, und zwar über Full-Art-Trainerkarten. Und zwar nicht über irgendwelche Trainerkarten, sondern über meine 5 Favoriten. Und nein, diese Liste hat keine spezifische Reihenfolge. Ich wollte euch einfach nur mal diese 5, beziehungsweise ehrlich gesagt sind 6 Karten, weil ich habe 2 Karten zusammengefasst auf einen Platz, weil das wäre komisch gewesen, wenn ich die auf unterschiedlichen Plätzen gehabt hätte, weil ihr werdet schon sehen, wenn sie kommen. Fangen wir an mit Gezis aus dem Set Plasma Frost. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich gerade wieder Pokémon Schwarz und Weiß bzw. Schwarz und Weiß 2 durchgespielt habe und mir aufgefallen ist, wie verdammt cool eigentlich Gezis ist. Aber mindestens genauso cool ist diese Karte hier, die den Team Plasma-Anführer in Angriffspose zeigt. Als nächstes habe ich für euch 2 Flugarena-Leiterinnen, und zwar Wiebke aus dem Set Drachenleuchten und Geraldine aus dem Set Überschrittene Schwellen. Fun Fact, es gibt nur noch einen weiteren Flugarena-Leiter. Und das ist Falk aus Johto, der leider nie eine Full-Art-Trainerkarte erhalten hat. Vielleicht liegt es daran, dass ich Vogel-Pokémon so wahnsinnig mag. Vielleicht liegt es daran, dass ich für Wiebke aus meiner Kindheit einfach noch ein bisschen Nostalgie empfinde und Geraldine ja sowieso ein Fan-Favorite ist. Die nächste Karte, die ich für euch habe, ist Professor Platon aus dem Set Steam Siege. Platon, ich weiß es nicht, das Spiel spielt in Frankreich, oder? Vermutlich Platon. Professor Platon, es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Und es ist so verdammt süß wie Professor Platon, oder Platon, ich weiß es nicht. Don't judge me, bitte. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, wie der Professor von Igamaru angesprungen wird. Ein absoluter Action-Shot, der Professor total überfordert mit der Situation, verliert seine Blätter. Ich liebe diese Karte. So, 2 Karten habe ich noch für euch. Eine davon ist die Karte Nachahmerin aus dem Set Sturm am Firmament. Und mir ist aufgefallen, dass ich die deutschen und englischen Set-Namen ein bisschen durcheinander geworfen habe. Das tut mir leid. Das hängt damit zusammen, dass ich Karten sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch einkaufe und entsprechend mit Leuten auf Deutsch und auf Englisch darüber schreibe. Und da wirft man das ein oder andere doch mal ein bisschen durcheinander. Es tut mir leid. Und was ich an dieser Karte so verdammt cool finde, ist, dass man die Nachahmerin nicht nur einmal, sondern 4-mal sieht. Im Vordergrund haben wir sie als den Protagonisten der 2. Generation verkleidet. Ich habe leider gerade seinen Namen vergessen. Im Hintergrund als Pikachu, als Team Rocket-Mitglied und als Arenaleiter Pyro von der Zinnoba-Insel. Und ich finde das so cool. Und als letzte Karte habe ich für euch Ey, is your boy Guzma, oder wie er im Deutschen heißt, Bromley. Danke, Lokalisationsteam. Danke für diesen wundervollen Namen. Tatsächlich ist Bromley die einzige Karte hier auf dieser Liste, die 2 Full-Art-Versionen gekriegt hat. Ich mag die Version von Nacht in Flammen allerdings wesentlich mehr als die Version aus Verborgenes Schicksal. Ich habe jetzt eigentlich überhaupt nicht viel zu den Karten an sich gesagt. Ich wollte euch die nur mal gezeigt haben. Wenn ihr selbst eine Lieblings-Full-Art-Trainer-Karte habt, dann schreibt sie mir doch mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.